da in dem, durch, da in dem durch hier runtergehen? Ja, da in dem eingezäunten, wenn es geht. Da sind wir ein bisschen weit weg vom Schiff. Ja, genau, hier haben wir das gleiche Deckung. Ich sehe unseren Rebellen. Oh, ich sehe schon. Das war ein bisschen flotter, als ich eigentlich wollte. So, ich schmeiß noch mal eine Drohne rein und guck mal, ob ich noch irgendwas sehe. Simultanschuss. Ah ja, stimmt, das mit dem Simultanschuss haben wir auch noch gar nicht gemacht, seht ihr? Cool. Der Feind will zu unserer letzten Position. Wie funktioniert das? Halt, ne, wir können die halt mit Q markieren. Und dann seht ihr dann im Squad, wer Nummer 1, wer Nummer 2, wer Nummer 3 kriegt. Ah, wie geil, okay. Und dann können wir dann halt Leute gleichzeitig ausschalten. Fett. Ist halt als Sniper ganz cool. Ist der tot? Jo. Alle down? Ein Drecksack weniger. Und das sind aber noch mehr da unten. Also geht nicht zu weit runter. Ich hol den Typen mal raus. Alles okay? Was wollen Sie von mir? Juri und Polito, die Sie gefoltert haben. Wir sind hier, um Sie büßen zu lassen. Wo haben die Kerle Sie hingeschafft? Nicht weit von hier. So, so viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo auf dem Land. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Gracias. Was? Getroffen. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Oh, könntet ihr mich bitte mal nicht rausschieben? Unser wichtiges Ziel sitzt in einem Fahrzeug. Nee, nicht den. Scheiße. Okay. Kontakt! Vor der Kirche! Schmeiß mal eine Drohne raus. Ziel am Boden. Wahrscheinlich wieder zu spät. Kommt Verstärkung. Ja. Scheiß drauf. Getroffen. Das war scheiße knapp. Schönes Ding. Das ist aber noch mehr, glaube ich. Da ist noch ein Fahrzeug als rot markiert. Das wird eine Strafe. Ich kann pingen. Ah, okay. Pingen geht auch. Ja. Hm? Das wird eine Straßensperre sein. Das sieht ein bisschen so aus. Ne? Ach so, nee, hier. Die sind alle tot, oder? Ja, hab gesagt, oder? Ja. Ich sehe eine Waffenkiste. Ich hab's in die Luft gesprengt. So, was gibt's da Schönes? Eine Waffenkiste. Endlich ein vertikaler Handgriff. So muss es sein. Achso, ich finde übrigens das Waffenmenü schweinegeil. Ja, ist so gut gemacht auf jeden Fall. Vor allem wenn du so Sachen halt ausrüstest an den Kniften. Ja. Sieht echt voll gut aus. Ich finde das super. Boah, da können wir direkt uns hier, ich weiß nicht, waren wir da jetzt schon? Nee, doch, bei Santa Maria auf der Map, da wo ich jetzt markiert habe, da waren wir ja gerade eben, ne? Ja.
So. Dann fliegen wir mal hier unten zu dem Leutnant. Also mit dem Heli macht schon Laune. Ja. Wo war denn? Ach, der Heli, den hab ich hier hinten gepackt, in der Kirche. Aber Nacht ist hier auch wirklich Nacht. Das ist gut gemacht. Mhm. Wo ging es denn hier hoch? Hier hinten. What? Was war das denn? Das ist... Hast du es gerade gesehen? Ja, das ist einkalkuliert, wenn du ein Fahrzeug bedienst. Das ist mich einfach Meter weit weg. Dass dann Bom. Mal Wände kaputt gehen. Er muss mal bei der... Was? Einführung schauen. Steht hier so eine Tastenkombi. Ausweichding machst. Ja, aber das habe ich ja gerade gar nicht gemacht. Hast du nicht irgendwie seitwärts, irgendwie A und Shift und so? Nee, ich habe eigentlich nichts berührt gerade. Der hat mich gerade einfach irgendwie von der Mauer weggebombt. Also schmeißt du meine Drohne runter? Jo. Ich glaube, dass da jetzt so viel ist. Aber guck mal, da sind wieder die Miliztypen. Batterie alle. Meine Batterie ist alle von der Drohne. Robert? Mhm. Jetzt bist du gefragt. Deine Drohne? Kann ich mir die Markierung bitte entfernen? Ich glaube eh. Cool. Du musst es auf der Map machen. Was, wo bist denn du? Ich gehe einfach mal runter, es scheint ja clear zu sein. Das wäre schon. Hast du noch ein paar? Da ist noch ein Tango. Das sind Unidas. Keine Rebellen. Das ist ein beschissener... Ach, guck ich hier so. Que paso? Haben Sie Gerüchte über Kartell oder Sicarios gehört? Gracias. Viel Glück. Ich weiß, wo eine Kartellantenne steht. Schalten wir sie ab und hauen Ihrem Funknetz einer rein. Rebellen sind Verbündete, die ihnen im Kampf helfen. Rebellenoperationen schalten Unterstützungsfertigkeiten frei, lokalisieren sie. Rebellenoperationen auf der Taktikkarte und finden sie... Ausrufezeichen! Machen wir. Kapsche? Was ist los? Weißt du, stehst da so auf K rum. Achso, ne, ich hab oben die beiden markiert da, dieses Doppelding. Kameradas. Hermanos.
Ach, Mann, aus. Setze Drohne ein. Okay. Warte, bevor du da reinrennst wieder. Oh, hab ich gar nicht vor. Gut. So, Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Ah, scheiße. Wir haben uns verpfiffen, Alter. Drauf ist. Warte. Du nimmst Nummer 1. Ja. Ich Nummer 2 auf 3. 1, 2, 3. Tango getötet. Puh. Oh, gut gemacht. Räumen wir auf und weiter. Aber hingehauen. Oh, gut. Ja, so, aber du bist bereit. Was ist das jetzt hier? Compañeros, all eure Probleme haben eine Quelle. Das Santa Blanca Kartell. Sie infizieren unsere Kinder mit dem Bösen. Aha. Und stehlen unser Land. Sie versklaven uns. So, unsere Familien verschwinden. Das kann niemand sein, ne? Tut etwas. El Falso Santo verbreitet Angst in unserem großartigen Land. Verdammte Scheiße! Jo, Nate! So eine Scheiße! Au, heiß, 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 heiß! So. Kommst du weg? So, jetzt. Ja, verteidigen wir. Feind getötet. Denkt an, nicht die Grünen wegholen, die sind untere Freunde. Wir wurden frei geboren. Wow. Greift mit unseren Hermanos zu den Waffen und ihr werdet frei sein. Müssen wir das Ding zerstören? Nein, verteidigen ist hier noch. Verteidigen, ja. Hier kommt ein Auto von rechts. Lord Shemos! Gegner tot. Oh, hier kommen ganz viele. Ah! In Deckung, Idiot! Bin da oben? Nee. Ja, bin da unten. Wo? Mal da. Im Südosten. Kurz haben wir Mörser freigeschalten. Fett. Ah, einer müsste mich mal eben schnell aufheben. Jo. Danke. Muni holen. Das war ein oranges Auto, oder ist das Latte? Ich glaube, das ist noch... Das ist noch das von vorhin. Das ist noch das von gerade. So, wollen wir uns den Punkt holen? Ja. Wir müssen ein Auto diesmal. Oben steht auch ein Heli. Oder wenn wir ein Heli können wir auch machen, oder? Wo ist denn der? Wo siehst denn du den Heli? Der ist hier bei uns. Nee, Quatsch. Sorry. Andere Richtung. Gut. Dann Auto. Nee, hier ist doch kein Heli. Oder? Achso, ja, stimmt, den ich vorhin hingelegt hab. Hingestellt hab, meine ich. Scheiße, den kriegen wir nicht gestartet. Sicher? Ich spür's. Wenn ich sterbe,
Dann habe ich mich für euch geopfert. Ihr könnt doch gar nicht einsteigen, sehe ich gerade. Oder? Nee, geht gar nicht. Schade. Dann Vierrad oder Zweirad. Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Wo müssen wir hin? Ist markiert. Warte mal. Siehst du die blaue Linie? Nee, eben nicht. Deswegen habe ich vorhin schon nachgefragt. Ach so. Oh. Einfach der Straße folgen. Ja, ja. Oh, dem Straßenverlauf. Ja, ich versuch's ja gerade. Dem Straßenverlauf. Hör auf zu ballern, Mann. Wir gucken leider. Willst du? Bitte. Gab's eigentlich ein Treiber-Update, ein Grafik-Treiber-Update für die Beta jetzt? Keine Ahnung. Oh, bitte fahr nicht diesen Berg runter, Alter. So, stopp mal. Ja, dort vorne, das sieht hässlich aus. Lass mal die Umgebung sortieren. Das ist so ein Stützpunkt, ne? Oha. Oh ja. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Na, das wird ein Spaß. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Wir müssen Scharfschütze da auf jeden Fall aufpassen. Macht 5 Tangos. Ich sehe ein 5. Ziel. Erledigt. Boah, schießt mal bitte nicht ohne Absprache, ey. Ansonsten... Sehe einen Unidad-Soldaten. Kriegen wir übelst auf den Sack von denen. Wir müssen versuchen, die gleichzeitig irgendwie auszuschalten. Jo. Wo wollen wir schießen? Kann ich hier hoch jetzt? Ich möchte gerne hier hoch. Kletter. Kletter doch mal. So eine Scheiße. Ich umlauf die auf der rechten Seite und hol zuallererst den Sniper weg. Wie seid ihr denn da hochgekommen? Ich bin nirgendwo hochgekommen gerade. Ich suche immer noch einen Weg nach oben. Ah, hier. Und dann müssen wir erstmal gucken, wann wir welche Ziele wo ausschalten. Also schon mal jetzt erst den Sniper da oben. Wenn ich denn irgendwie mal in eine Schussposition komme. Ja. Nicht, bleib. Robert. Ich sehe doch hier keiner. Ja doch, direkt rechts von dir steht einer. Ja? Ja. Warte mal. Drohne fliegt. Markier den mal. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. 2. Da ist Nachschub. Okay, ich versuche jetzt, dass ich den Sniper irgendwie rankriege. Ich sehe ihn halt nicht. Kapsche, wo bist du? Ich bin hinter euch. Okay. Soll ich einen Mörser auf den Turm hauen? Nein. Nee. Schade. Blutrausch. Fuck. Der Tango weiß, dass was faul ist. Okay, Sniper's down. Okay, aufatmen.
Die haben dich vielleicht gesehen. Ist Nummer 5. Tango am Boden. Wir sind alarmiert. Hast du kein... Hast du kein Schalter dran? Doch, na klar. Nee, hast du nicht. Doch. Siehst du, Schalter drin. Da bekämpfen sich Unidads und Rebellen. Was sollen wir tun? Okay, gut. Hat doch geklappt. So, dann lernen wir hier erstmal alles aus. Und dann werde ich die Aufnahmesession auch erstmal beenden. Wir haben jetzt auch schon wieder über eine Stunde. Jo. So, was gibt's denn jetzt hier noch? Kann man die Minimap irgendwie ein kleines bisschen größer machen? Habe ich auch schon überlegt. Glaub nicht, ja. Sind hier Waffenteile? Ach, oben im Turm sind die Waffenteile. Auf diesem Orden ist eine Coca-Pflanze. Ziemlich cool. Coca-Pflanze? Ziemlich cool. Okay, alles klar. Ist schon. Hier oben drauf ist noch Funkausrüstung. Und hier sind die Daten. Hacken. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungs-Heli, beladen und startklar. Klingt wie etwas, das den Rebellen gerade recht käme. Oben in dem... Auf dem Turm. Oben auf dem Turm sind die. Das ist ein Fertigkeitspunkt, aber keine Waffenteile. Oder Fertigkeitspunkt, ja, irgendwas von beiden was. Okay. So, ist das jetzt clear hier? Das müsste jetzt eigentlich clear sein, ne? Beobachtungsposten, ja, fertig. Na gut. Dann würde ich sagen, ich beende jetzt die Session. Und nehme noch die Munition mit. Oh halt, eins muss ich noch ausprobieren. Sorry, Capture. Mit dem? Oh. Spektakulär. Yeah, Bullseye. Oh! Okay, also Generator gehen auch hoch. Super, Jan. Ja. Wenn jetzt noch Klos explodieren. Ja, okay. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch erstmal fürs Mitzocken. Ja, danke fürs Mitzocken dürfen. Und bei den Zuschauern bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dann wünsche ich noch einen geruhsamen Tag, Jungs und Mädels, und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Haus denn ei. Tschüss.